Mehr als 120 Aussteller präsentierten am vergangenen Wochenende auf den Bergischen Bautagen rund um den Konrad-Adenauer-Platz alles, was das Herz von Haus- und Immobilienbesitzern begehrt. Die Bautage, mittlerweile weit über die Bergisch-Gladbacher Stadtgrenze als Marke bekannt, boten auch in diesem Jahr eine interessante Mischung hochwertiger Fachanbieter, die mit Kompetenz und Engagement ihre Neuigkeiten vorstellten. Ja, wir sind wie jedes Jahr mal wieder hier, um uns wieder zu präsentieren, weil wir auch viel Resonanz hier bekommen von den Kunden, ob die mit uns zufrieden sind, weil speziell Firma Remshagen ist auch hier im regionalen Bereich ein Begriff den Leuten, was den Tankschutzservice angeht, und sind natürlich hier auch vor Ort, um Neukunden zu gewinnen und diese auch direkt zu beraten. An beiden Messetagen hatten die Besucher die Möglichkeit, sich von Fachvorträgen umfassend informieren zu lassen und sich an den Messeständen von der Produktqualität persönlich zu überzeugen. Wir wollten uns informieren und Anregungen bekommen für Umbau und haben da auch schon eine ganze Menge jetzt gesehen, wo wir neue Ideen entwickelt haben. Gibt es da was Konkretes? Ja, zum Beispiel Fassadensanierung und mit Klinkern statt mit Putz oder hier vorne Fußbodenheizung nachträglich verlegen. Und Sie sind mit den Angeboten der Bergischen Bautage zufrieden? Ja, sehr gut. Hauptthemen der diesjährigen Fachmesse: Energie im Haus, modernes Bad, Garten und Bedachung. Der Veranstalter, die Firma Blickfang-Ereignisse, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Messe. Ja, sonnige Bautage im September. Ich denke, die sonnigsten unter der Regie der Blickfang-Ereignisse gehen zu Ende. Und ja, die Temperaturen waren heiß, der Himmel war blau. Die Aussteller konnten heiße Kontakte knüpfen, haben sich sehr zufrieden über den Verlauf dieser beiden Tage in Bergisch Gladbach geäußert. Und wir blicken freudig nach vorne im nächsten Jahr wieder am letzten Septemberwochenende, dass sich hier das Handwerk, die Immobilienwirtschaft, die Finanzierer treffen werden und für Bergisch Gladbach ein einzigartiges Ereignis gestalten werden. Ja. Für die Organisatoren und Aussteller der Bergischen Bautage heißt es nun aber: Nach der Messe ist vor der Messe. Auch im kommenden Jahr werden die Bergischen Bautage wieder im Herzen von Bergisch Gladbach stattfinden, dann vom 26. bis 27. September 2015. Für weitere Informationen schauen Sie in Ihr Bergisches Handelsblatt oder unter www.bergisches-handelsblatt.de.